Ja, hallo liebe Simson-Freunde. Moin. So Alex, heute kümmern wir uns mal um das Bremsgestänge. Und Genau. zwar, das ist was, das nervt mich schon die ganze Zeit, weil hier dieser Haken hier einfach so drin finde ich irgendwie ein bisschen uncool. Vor allen Dingen bin ich hier schon zweimal mit den Socken hängen geblieben. Und ja, da haben wir uns eine Optimierung einfallen lassen und dafür gehen wir mal rein am besten, ne? Dass wir das mal an der Werkbank zeigen können. Ja, das Problem mit dieser Bremsstange ist halt einfach, wir haben mal versucht, hier diese originale Bremsstange einfach zu benutzen, dass man sagt, man schneidet hier oben den Haken ab und schneidet dann hier oben Gewinde drauf. Aber da hat mich der Alex eines Besseren belehrt, weil, man kann das mal eben ganz kurz zeigen, die Stange ist nur 5,2 mm im Durchmesser und da kriegt man kein M6-Gewinde drauf, ne? Das ist ein Problem. Also man sieht hier auch, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, können wir ja mal zeigen, das Gewinde ist also nur leicht angekratzt. Man könnte da jetzt eine 6 mm Mutter zwar drauf machen, die würde auch irgendwo ein bisschen halten, aber beim Bremsgestänge wäre mir das jetzt ein bisschen zu riskant, weil die Schneidtiefe ist einfach nicht vorhanden, ne? Kann man vielleicht sehen, ist also nur oberflächlich angekratzt. Ja, diesbezüglich kommt der originale Stab nicht in Frage. Die haben nämlich hier hinten das M6-Gewinde gerollt, also nicht geschnitten, sondern gerollt. Also hier hinten ist es dann tatsächlich auch M6 und ist auch dicker. Und ja, also fällt aus die Stange beiseite. Und wir haben das jetzt so gemacht, wir haben uns jetzt ein Halbzeug besorgt, das heißt ein 6 mm Edelstahlstab. Die kriegt man im Internet, können wir ja vielleicht nochmal verlinken unten, dass man sieht, wo man die Teile alle kaufen kann. Und ja, das sind blanke Edelstahlstangen, die wir als Meter gekauft haben. Die haben wir dann in der Mitte durchgeschnitten und die 50 cm, die passen dann eigentlich ganz gut. Und doof ist nur, dass die so ein bisschen, ja, so ein bisschen matt sind, kann man vielleicht sehen. Also nicht richtig verchromt, wie die Originalstangen. Kann man ja mal kurz im Vergleich zeigen. Sieht man, glaube ich, den Ja. Unterschied. Ne? So, und die werden wir jetzt erstmal aufpolieren. Und zwar nehmen wir dazu die, Moment, Alex, das nehmen wir eben kurz raus. Die habe ich nämlich noch draußen liegen, die Paste. Und zwar nehmen wir da hier diese Polierpaste von Rot-Weiß. Achso, hier. Werbung, ja. Und damit geht das eigentlich wirklich gut. Also damit kann man das richtig toll aufpolieren. Kann das mal eben ganz kurz zeigen. So. Wir machen das jetzt nur mal hier zum Zeigen ein kleines Stück und dann sieht man das, glaube ich, ganz gut. Sieht man schon hier, wie es schwarz wird, ne? Die Oxidschicht runtergeht. Also es ist schon eine kleine Fleißarbeit, aber irgendwann glänzt die dann. So, jetzt polieren wir mal nach. Kann man im Zweifelsfall auch schön in den Akkuschrauber einspannen, Ja, genau, richtig. Akkuschrauber ne? einspannen, Lappen drum und dann kann man das drehen lassen. Ich will jetzt nur mal ganz kurz zeigen. Also hier kann man jetzt sehen, dass es also schon fast wie verchromt aussieht, währenddessen hier das Ganze noch ein bisschen matt ist. So, ja, haben wir hier natürlich schon mal vorbereitet, Fleißarbeit fertig und der Stab ist jetzt genau 50 cm lang. Und jetzt müssen wir erstmal, Alex, entsprechend die Gewindelängen anzeichnen. Und zwar brauchen wir hinten, das zeigen wir dann nachher nochmal, wenn es fertig ist, brauchen wir hinten 11,5 cm. Doch, so lang. Ja. Zeigen wir nachher auch warum. 11,5, also es kommt jetzt nicht auf ein Zehntel an. Naja, so. Scheinbar schon, ne? Ungefähr. So, das zeichnen wir uns hier an. Bis dahin muss nachher das Gewinde, weil du musst ja nachher hier ein Gegenlager haben für die Feder und dann kommt ja auch noch, wo der Bremshebel dran kommt, nachher hinten noch die Schraube drauf. Aber das zeigen wir dann nachher nochmal. So, jetzt schneiden wir erstmal das Gewinde auf. Jetzt natürlich so ein bisschen gucken, dass man da entsprechend noch ein bisschen Öl drauf machen hier. Also komischerweise mit Gewindeschneidöl geht es nicht, Alex. Da wird das Gewinde nicht so schön, obwohl das Schneideisen vielleicht auch nicht mehr das Beste ist. Auf jeden Fall muss man jetzt erstmal unheimlich sauber ansetzen, dass man hier einen geraden Anfang kriegt. Weil 6 mm und direkt draufschneiden ist natürlich ein bisschen grenzwertig.
Aber es geht. Vor allen Dingen, es muss ja auch schön gerade werden. So, jetzt hat er gefasst. Jetzt bin ich auch gerade drauf. Nehmen wir noch mal ein bisschen Öl. Willst du es dir vielleicht hochkant einspannen? Dann ist es ein bisschen einfacher. Ne, geht so. Alles gut. Muss nur immer nach viermal ungefähr den Span anbrechen, sonst wird das Gewinde auch nicht schön. Okay, also 11 cm Gewinde aufschneiden. Wir lassen das an der Stelle jetzt mal. Das können wir schon mal als vorderes Gewinde nehmen hier. Und damit das Video nicht zu lang wird, zeigen wir das jetzt mal an der fertigen Stange. Und zwar haben wir das hier entsprechend schon aufgeschnitten auf 11,5 cm. Und jetzt braucht man hier natürlich ein Widerlager für die Feder, die hier drauf kommt. Da könnt ihr jetzt nehmen, was ihr wollt. Also ihr könnt jetzt, wir haben hier eine Schraube genommen vom Bremshebel, vom Bautenzug, von der Bautenzugverstellung. Oder man kann auch, können wir ja auch noch mal ganz kurz zeigen, mal runternehmen. Ups, andersrum. Dass man hier so eine Bundmutter nimmt am Ende, wo die Feder gegen liegt. Kann man auch machen, ja. Also hier kommt dann auf jeden Fall die Feder gegen. Und jetzt müssen wir nur eins machen, dass wir den Kopf hier oben ein bisschen biegen. Zeigen wir auch gleich, warum das wichtig ist. Der muss ganz leicht gebogen werden, sieht man jetzt hier vielleicht. Und jetzt nehmen wir uns einen Gabelkopf. Und zwar gibt es die, verlinken wir dann unten auch nochmal in einer längeren Ausführung, 24 mm glaube ich. Ja, bei M6 zumindest. Genau, weil wir haben auch mal kürzere Gabelköpfe ausprobiert, haben wir hier, aber die sind wirklich zu kurz, weil der Hebel, der Bremshebel steht so schräg drin. Das heißt, ich komme dann, wenn ich den Hebel bewege, dann habe ich ja die Bewegung, komme ich dann hinten mit dem Bremshebel hier in dem Bereich und das geht mit diesen Gabelköpfen nicht, obwohl ich die eigentlich auch ganz schön finde. So, also der kommt hier oben drauf und dann drehen wir das so hin, das würden wir dann nachher auch noch mit Schraubensicherungsmittel einkleben, dass er so leicht nach innen steht. Und jetzt zeigen wir mal draußen dann nochmal entsprechend die Montage. So Alex, jetzt bauen wir das ganze Ding mal ein. Hier hinten ist ja diese Einstellmutter drauf, die müssen wir dann nachher nochmal durchbohren, weil dieses Gewinde, was da drin ist, das brauchen wir nachher nicht mehr. Ich nehme jetzt erstmal die alte Stange raus. Die kann weg. So Alex, jetzt fetten wir uns das Ganze hier noch mal ein bisschen. Den Gabelkopf auch. So, und dann machen wir hier erstmal den Sicherungssplint rein. Oder Bolzen. Und dann gibt es hier so Sprengringe, die könnt ihr nehmen. Ups. Weg ist er? Weg ist er, aber nicht so weit. So, die klippen wir dann hier rein. Zack. Kann man nach unten drehen. So. Und jetzt müssen wir hinten natürlich noch diese Tonne aufbohren, weil da machen wir jetzt gleich noch was ganz Tolles mit einer Verstellschraube. Da ist die Feder. So. Und dafür müssen wir jetzt noch mal ganz kurz reingehen. So, jetzt nehmen wir diese Tonne mit dem M6er Gewinde, spannen uns die hier ein und dann bohren wir die einfach mit einem 6 mm Bohrer auf. Vorsicht, heiß. Oh ja, schön warm. So Alex, und jetzt montieren wir zu Ende. Alter, findest du das heiß. So, Gewinde haben wir jetzt durchgebohrt. Und auch noch mal ein bisschen Fett drauf. Und dann haben wir hier Verstellmuttern. Die haben wir uns bestellt. Und dann kann man nämlich, zeigen wir gleich mal, die Bremse perfekt einstellen. Ohne sich die Finger zu brechen, ne? Ohne sich die Finger zu brechen, genau.
Das dient jetzt quasi nur noch so als Hülse. Und dann kann man hier hinten mit der Verstellschraube arbeiten. Kann man halt einfach auch ein bisschen länger lassen, wenn man es hinten ein bisschen rausstehen lassen möchte. Müssen wir dann nachher nochmal einstellen. So, und wenn ich jetzt bremse drüben, dann sieht man, so hat man eine vernünftige Mechanik und ich finde auch, sieht auch ganz gut aus und ja, endlich mal eine vernünftige Bremsstange, die auch, ja, wo man sich nicht mehr die Socken verletzt, ne? Das Tolle ist ja, die Socken verletzt, Quatsch, die Socken aufreißt, meine ich. Die Verstellmutter hat ja auch so eine kleine Einschnürung, ne? Dass sie schön in das Tönnchen greift. Genau, die hat so eine Einkerbung und dann greift die hier richtig schön in die Tonne rein. Ist also auch selbstsichernd, so wie es ist. Genau, richtig. Jetzt sieht man hier auch, warum wir das hier vorne an dem Gabelkopf so ein bisschen gebogen haben. Das muss so leicht rüberlaufen, weil das ja hier so ein bisschen im Versatz läuft. Damit das eben hier oben trotzdem noch gerade bleibt in dem Bereich und dann die Stange einfach nur ein bisschen schräg läuft. Schöne Optimierung, wie wir finden. Und wer Lust hat, kann sich das mal selber bauen. Alles klar. Bis denn. Ciao. Ciao.